Willkommen aus der kleinen Holzwerkstatt zu einem nächsten Video und wir bauen heute mal was Sinnvolles, würde ich sagen. Was Sinnvolles, und zwar wir bauen heute einfach mal ein Kaffee-Tablett oder ein Tablett, also nicht Tablet, sondern Tablett, um Tassen für den Morgenkaffee draufzustellen und den vielleicht seiner Frau, Geliebten, Freundin, sonst was ans Bett zu bringen. Wie auch immer. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ich habe euch ja beim letzten Video gesagt, das war im Intro des letzten Videos, und zwar ging es da um meine Tischkreissäge, um die Record Power TS250RS, die habe ich euch da vorgestellt. Ich verlinke euch das Video aber da oben. Da habe ich euch gezeigt, dass ich hier so einen Ablagetisch oder beziehungsweise so einen Nachttisch gehobelt habe für ein Bett. Dieses Bett ist mittlerweile fertig. Und das zeige ich euch nachher auch. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, bei jedem Bau eines Projektes oder beziehungsweise bei jedem Abschluss eines Projektes bleiben Abfallstücke übrig. So ist es zum Beispiel bei mir jetzt bei diesen Massivholzteilen, also bei Nussbaum-Massivholzteilen, sind einfach so dünne Leisten übrig geblieben. Die sind immer abgesägt worden von den dicken Bohlen. Teilweise doch sehr dünn, ja, also schaut mal hier, das ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Sind aber auch dickere Teile dabei, teilweise, ja, die sind nur gesägt, also habt ihr nur eine Sägeoberfläche, eine Bandsäge. Und ich will heute mal ein kleines Geschenk für denjenigen bauen, der dieses Bett bekommen wird. Der kriegt so ein kleines Tablett dazu. Warum? Beim Gespräch mit, in Anführungszeichen, diesem Bekannten, der hat mir dann erzählt, naja, er möchte eine Rückwand haben und diese Rückwand, die soll dann so ein bisschen gepolstert sein, aber ich zeige euch mal kurz das Bett, dann wisst ihr, von was ich rede. So, also das ist das Bett, von dem ich gesprochen habe. Das hat hier, das ist aus Nussbaum, Massivholz. Wir haben hier einen Stahlfuß unten drin, der von mir zusammengeschweißt wurde. Schweißen, ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen üben drin. Aber ich finde, er ist ganz gut geworden. Es sollte einfach so ein bisschen einen Touch Industrial Style geben. Dann hier diese Ablagetische, die ich hier gehobelt habe. Und wenn ihr mal drunter schaut, da gibt es also keinen Fuß. Die schweben richtig. Und zwar schweben sie an diesem Balken, der dann auch diese Hohlkehle hat. Ja, hier ist der Lederbezug, von dem ich gerade geredet habe. Und da hat mir der Kunde ganz einfach gesagt, naja, ich hätte gerne einfach hinten eine Lehne gepolstert, denn wir sitzen ab und zu da und haben eben Frühstück im Bett. Ja, das ist ja ganz nett und schön. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du schon so ein tolles Bett hier für denjenigen baust, dann kann der ja auch ein Tablett gebrauchen, auf dem dann die Tassen Kaffee stehen, ja, die gemacht sind und die gebraucht werden fürs zumindest erste Frühstück im Bett. So, also wir haben jetzt hier diese Teile und die führen wir einfach mal einer vernünftigen Verwendung zu. Das heißt, die setzen wir einfach so ein bisschen zusammen und daraus entsteht dann irgendwie so ein Tablett. Wie? Ja, wir werden sicherlich den Hobel anwerfen und gucken, wie wir das da draus machen. So, wir sortieren die Teile jetzt einfach mal ein bisschen, schneiden sie uns auf der Kappsäge zurecht, einfach in der Länge, in der dieses Tablett dann auch werden soll. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Dinge mal durch den Hobel und hobeln die zurecht, um dann letztendlich erstmal so eine Tablettfläche, also das eigentliche Tablett, die Fläche zu machen. Und die Umrandung, da habe ich extra so ein Teil, das habe ich auch auf einer Seite ist es schon gehobelt, auf der anderen Seite nur gesägt. Das würde ich mir auf Dicke bringen und dann einfach die Umrandung noch dran machen. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir die Griffe noch dran kriegen. Also wie wir Griffe in diese Umrandung bringen. Und ja, bleibt einfach dabei und seht mir einfach zu.
So, wenn ihr den Leim jetzt trocknen lasst, dann müsst ihr in jedem Fall mit diesen Leisten oben drüber arbeiten. Denn ansonsten, meine Leisten sind jetzt hier 5 mm stark. Das heißt, ein Verkippen an solches, wenn ihr zu stark zudreht, bei diesen Korpus zwingen, dann habt ihr das Problem, dass das vielleicht hochspringt. Deswegen solche Leisten drauf und immer an der Verbindungsstelle quasi mit einer Schraubzwinge draufgehen. Und dann ist es auch sichergestellt, dass außerhalb der Korbzwinge über die Leiste und die Schraubzwinge die beiden Teile wirklich exakt gleich hoch sind. So, währenddem der Leim trocknet, jetzt habe ich den Satz, kümmern wir uns um den anderen Teil dieses Tabletts, nämlich um den Rand. Und da habe ich ja gerade vorhin euch gezeigt, habe ich so ein Stück, das auf der einen Seite gehobelt ist und auf der anderen Seite ja nur gesägt mit der Tischkreissäge. Das heißt, das lassen wir noch einmal durch den Hobel, um es wirklich super parallel zu haben, um die Hobelfläche zu haben. Und dann schneiden wir uns das in Teile, da schneiden wir eine Gehrung dran und dann fräsen wir uns hier zwei so kleine Griffe oder bohren uns zwei so kleine Griffe rein. Das zeige ich euch aber gleich. So, die Gehrung ist gesägt. Ihr seht, Gehrung dran. Also, ich zeige es euch mal. Ja, das ist eine wirklich coole Sache. Auch der neue Tischkreissäge ist echt cool. Aber da geht ratzfatz. Vor allem super genau. So, und jetzt verleimen wir diesen Rahmen. Und für diesen Rahmen zu verleimen, da brauchen wir einen Rahmenspanner. Den verlinke ich euch mal unten drin da, oder beziehungsweise der ist schon verlinkt. Einfach mal gucken, Rahmenspanner. Das Ding ist wirklich für das Verleimen von Gehrungen oder Rahmen, so wie es der Name ja auch schon sagt, unerlässlich. Und das kann ich euch nur ins Herz legen. Dann los. So, ein paar Minütchen später ist der Rahmen fertig. Ihr seht, also wirklich optimal, richtig schön geworden. Auch mit der Gärung hier, die Verleimung. Ich zeige euch die mal. Ich hoffe, das fokussiert einigermaßen. Vielleicht seht ihr das. Ich hoffe, das fokussiert. Also, es ist richtig cool geworden. Und auch der Boden ist fertig. Der Boden ist genauso durch. Den müssen wir natürlich jetzt noch besäumen, den müssen wir noch beschneiden. Irgendwo hier wird dann die Platte aufgesetzt oder beziehungsweise der Rahmen aufgesetzt und dann von außen einfach besäumt. Das Besäumen machen wir mit einem Bündigfräser. Also erstmal mit der Säge ganz grob und dann mit einem Bündigfräser, das zeige ich euch gleich. Aber bevor wir das machen, bevor wir da einsteigen, machen wir jetzt hier noch Griffe in diesen Rahmen. Und zwar soll das Tablett... Man soll dieses Tablett ja so greifen können, links und rechts, so greifen können. Und da soll dann einfach dieses Langloch rein. Und ich habe mir überlegt, dass wir das fräsen. Und wie wir das fräsen, das gucken wir uns jetzt an. So, also es geht darum, dass wir diese Nut da einfräsen. Dazu brauchen wir zwei Schraubzwingen und diese beiden Klötzchen. So, die Idee ist die, dass der Fräser einfach mehr als die Materialstärke rausschaut, dass links und rechts so ein Klötzchen angebaut wird, der Rahmen so aufgesetzt wird, also wir werden den Fräser, wir werden so ansetzen und dann links und rechts bis zum Anschlag den Griff in einer definierten Breite fräsen. So, die Einstellung als solches, die mache ich jetzt mal und dann zeige ich sie euch kurz. So, ihr habt an diesem
an dieser Länge hier die Mitte angezeichnet. Die Mitte setzt ihr mal ungefähr angeschlagen an den Rahmen auf die Mitte von der Spannzange. Das machen wir mal als erstes. Und wenn wir das haben, dann fixieren wir mal hinten diesen Anschlag, diesen Fräsanschlag. Und dann nehmen wir die beiden Klötzchen und sagen, okay, wir werden verwenden einen 20er Fräser. Dieser 20er Fräser, bitteschön, so, das ist der Fräser, der verwendet wird. Das heißt, wir haben jetzt schon per se hier ein Loch mit 20, das heißt links und rechts 10 mm. Und das Langloch selber soll 70 mm werden. Das heißt, wir müssen nach links und nach rechts 25 mm den Fräser versetzen oder beziehungsweise hin und her fahren. Und das bedeutet im Klartext, wir machen uns jetzt links und rechts zwei Anschläge dran. Einmal hier ein Anschlag mit 25 mm weg und klemmen das Ganze fest. So, 25 und wir haben es festgeklemmt, das Klötzchen ist jetzt unser linker Anschlag. Das heißt also, wenn wir mit dem Bauteil nach links fahren, schlagen wir bei 25 mm an. Und genau das gleiche machen wir uns jetzt auf die andere Seite. Das heißt, auch hier wird das Lineal angeschlagen und das Klötzchen bei 25 mm geparkt und dann geklemmt. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal den Verfahrweg und links und rechts eingestellt. Ja? So, und jetzt stellen wir uns noch die Tiefe ein. Und bei der Tiefe ich habe hier an dieser Einlegeplatte, habe ich hier eine Skalierung. Das heißt, die setze ich erstmal, muss ich hinten aufmachen, setze ich die erstmal gerade. So, da ändert sich ja gar nichts. Also zu den Anschlagpunkten selber ändert sich nichts vom Mittelpunkt aus. Und dann setze ich das so weit rein, dass wenn ich jetzt hier mit dem Fräser reingehe, die Schneide nach hinten setze und dann einfach hier mal so prüfe, was ist denn so ein Abstand, der hier wunderbar ist, der gut ist, den ich von der Schneide bis zu dieser Kante noch habe. Das, was ich jetzt hier an Maß haben will, was hier stehen bleiben soll. Das messe ich mir jetzt ganz grob aus. Ich sage, das sind 15 mm, stelle das ein und ziehe fest. So, das ist das Resultat. Das heißt, wir haben hier einen schönen Griff. Ich hoffe, man sieht's, indem man jetzt eingreifen kann und das Tablett so packen kann. So, die Bodenplatte von dem Tablett ist jetzt auch bereits zugesägt. Ich habe also die Kanten hier einfach besäumt. Was wir jetzt noch machen ist, also die sind etwas größer. Das Ganze ist etwas größer gemacht. Also wenn wir jetzt hier dieses Teil hier aufsetzen, dann seht ihr hier, steht es hier leicht über. Ja, vielleicht sieht man das. Steht also leicht, ich hole euch mal näher ran. So, dann steht es hier leicht über und so verleimen wir das Ganze jetzt auch. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir relativ wenig Leim auftragen, weil sonst drückt er uns überall raus und die geschliffene Fläche, da komme ich einfach ganz schlecht wieder ran. Deswegen ganz vorsichtig, lieber
weniger, in dem Fall, also weniger ist mehr. Ich glaube, ich habe im letzten Video bereits schon mal erwähnt, dass ich zu wenig Zwingen habe. Ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich wirklich noch mal ernsthaft darüber nachdenken sollte, ob ich mir nicht nur ein paar Zwingen kaufe. Weil wie wir sehen, ist es auch dieses Mal. Und diesmal muss ich sogar eine Zwinge verwenden, die ich selber gebaut habe. Die verlinke ich dir mal oben in der Ecke. So, ihr habt gesehen, ich habe mit dem Bündigfräser hier diese Überstände nochmal weggefräst. Das sind also jetzt, das ist jetzt alles schön bündig alles, wunderbar. Ich habe nochmal die Kanten gebrochen, hier die Flächen nochmal leicht überschliffen und jetzt ist es eigentlich durch. Im Grunde sind wir fertig mit diesem Tablett. Der Punkt ist, das sieht jetzt relativ blass noch aus. Und jetzt packen wir noch Leinölfirnis drauf und dann kommt eigentlich richtig Feuer ins Spiel, weil dann kommen die Farben richtig raus. Und ja, seid gespannt, wie es aussieht. So, halbe Stunde später habe ich den Rest vom Öl, also vom Leinölfirnis, so muss ich sagen, abgewischt und ja, das Tablett ist soweit fertig. Und ich freue mich tierisch darüber, dass es so schön geworden ist. Ja, also in dem Zusammenhang seht ihr, aus den Resthölzern kann man durchaus was Sinnvolles machen, das kann man durchaus einer sinnvollen Verwendung zuführen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir dieses Teil gefallen hat, dann baust du einfach mal gerne nach und abonniere einfach den Kanal oder lass mir einen Daumen da, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, nee, den Spruch kann ich weglassen, es ist kein Projektvideo, sondern es ist ein Aufbauvideo des Bettes. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.